Tja, ein paar Stunden, da ist das Jahr schon wieder vorbei. Februar. Dann ein Schritt von mir in die Richtung Musikvideo und zwar vom Leichheim Cola Mix. Gut, ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Aber ich brauche da jemanden. Ganz dringend. Jetzt kommt er erst heute. Meine Güte. Ey, ich bin echt gespannt. Hier bin ich. Ach du Heilige, wie siehst du denn aus? Tja, es ist ja auch immerhin schon ein bisschen was her, wo ich das letzte Mal da war. Ich habe mich halt verändert. Aber was liegt dir jetzt eigentlich an? Naja, wie bereits erwähnt, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Mein Content auf YouTube, Hot Wheels, Vlogs, Flow Tested, alles schön und gut. Aber ich habe irgendwann genug davon. Ich weiß auch nicht, das ist mir irgendwie zu träge, zu eintönig. Naja, was heißt eintönig? Ich meine, ja, es waren viel Hot Wheels und viel Matchbox-Content war dabei. Aber es war jetzt, sage ich jetzt mal, mit dem Pringles-Adventskalender und diesen ganzen Shorts und den anderen Flow-Tested-Videos und den Vlogs, war ja nicht nur immer das Gleiche. Aber ich verstehe schon irgendwie, was du meinst. Ja, das ist ja auch eigentlich gut, weißt du, weil eigentlich habe ich mir nichts dabei gedacht. Es war ja in Ordnung, so von wegen. Anscheinend mache ich ja alles richtig, weil du bist ja nicht gekommen. Aber irgendwie brauche ich eine Veränderung. Aber was genau war denn jetzt der Auslöser für die Veränderung? Ich meine, es gab schließlich ein paar Aufrufe, es gab ein paar Abos, man kann sich ja eigentlich nicht wirklich beschweren, oder? Weil gerade als ich mir den Jahresrückblick angeguckt habe, so am Anfang, es ging noch klar. Aber dann so ab September so die Richtung, dann wirklich nur noch das Gleiche und nur noch Hot Wheels und oh, ich weiß nicht, da lasse ich anderen lieber den Vortritt. Naja, eigentlich wollte ich ja auch vorbeikommen, aber da habe ich deinen Beitrag im Community-Tab gesehen, dass du halt was ändern willst und planen willst. Und da habe ich so gedacht, okay, ich halte mal meine Augen drüber, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Ich komme jetzt nicht ständig vorbei. Und normalerweise ist das ja auch nicht das Problem. Und ich meine, mach doch einfach, wozu du fähig bist, was dich ausgemacht hat. Spielevideos, Unboxings von früher, wie du es angekündigt hast. Ja, da hast du schon recht. Und ich mache mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken wegen Zuschauerschwund, weil damals, wo ich dann mit den Spielevideos und so weiter aufgehört habe, da sind jetzt auch nicht wirklich Leute gegangen. Und ich kann jederzeit wieder damit anfangen. Ich sag mal so, ja, dann bespreche ich das mit meinen Zuschauern und wir gucken einfach mal. Das ist die richtige Einstellung. So will ich das hören. Immer schön ballern und durchziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ich gehe jetzt erstmal. Ciao. Ich sehe dich doch jetzt schon. Also, ja, na dann, hab eine gute Zeit und ich fange an. Sehr ungewohnt. Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo. Infovideo ist gleich der richtige Punkt. Es wird sich hier einiges ändern. Wer auf meinem Kanal sich schon länger umhertreibt, der hat es vielleicht im Community-Tab gesehen. Ich habe dort was gepostet, dass sich was ändern wird. Jetzt will ich hier nochmal in dem Zweiteiler aufklären, den ich jetzt zum neuen Jahr gemacht habe. Das ist jetzt Teil 2. Und zwar geht es darum, ich werde meinen Content verändern. Ja, ich habe ja so gegen Sommer, Herbst des letzten Jahres angefangen, dass ich dann irgendwann nur noch Vlogs, Flow Tested oder Hot Wheels Videos gemacht habe. Das war auch ganz gut, es war nicht schlecht. Ich bin ja diese Schiene gefahren. Doch jetzt reicht es mir irgendwann. Es ist ein bisschen eintönig. Und deshalb möchte ich zurück zu meinen Wurzeln. Ja, es wird wieder Spielevideos geben, wo ich über Spiele spreche und auch verschiedene Szenen dann wieder einfügen werde. Ich werde bei den Neuzugängen nicht mehr Hot Wheels und Matchbox berücksichtigen, sondern einfach wieder die ganz normalen Spiele oder das ganze andere Zeug, der Merchandise oder was ich mir halt so kaufe. Es wird wieder 2000er-Krempel geben. Da habe ich ja nur drei Folgen von produziert, sage ich jetzt mal. Die gibt es noch auf meinem Kanal. Da muss mal ein bisschen mehr kommen. Weil ein Flow-Test mit über 50 Folgen und 2000er Krempel mit 3 Folgen ist schon ein bisschen unfair. Des Weiteren kommen wieder normale Unboxings. Ich hatte zwar letztes Jahr noch eins mit Hot Wheels, ja, aber ich will dann wieder so richtige machen, wenn ich vielleicht so ein bisschen anderes Zeug noch habe, Technik, keine Ahnung. Und dann kommen natürlich wieder so verschiedene andere gemischte Sachen noch mit dazu, wo ich jetzt zum Beispiel sage, so Intros, wo ich mal Intros von anderen Serien erstellt habe oder bei den Shorts. Bei den Shorts muss ich allerdings dazu sagen, da muss ich jetzt noch gucken, was mache ich jetzt. Weil ich will ja erstmal komplett weg von dem Hot Wheels Content. Ich kann auch erstmal alle Leute beruhigen, die deswegen abonniert haben, wegen Hot Wheels, Vlogs und Flow Tested und so weiter. Das kommt alles wieder. Ich mache jetzt eine ganze Weile den Kram jetzt wieder an Content und dann wird das irgendwann wahrscheinlich wieder geswitcht. Des Weiteren kann ich sagen, wenn es bei Flow Tested wirklich irgendein geiles Produkt gibt, was rauskommt, was ich jetzt sofort probieren muss, dann werde ich da natürlich auch nochmal eine Folge mit reinschieben. So ist es nicht. Aber so grundsätzlich kommt wieder der Spielekram. Andere Videos,
Alles, was so dazugehört, Unboxings, Infovideos, auch GTA 3, dass wir da wieder mal was bringen, halt was so in die Richtung geht. Ich möchte auch nicht behaupten, dass ich komplett aufhöre, Hot Wheels zu kaufen. Hier und da gibt es bestimmt nochmal ein geiles Auto, was ich mitnehme. Aber das werde ich erstmal so weit runterfahren. Da haben wir genug eskaliert. Ja, da würde ich sagen, dass ich euch begrüße im neuen Jahr. Bei den neuen Videos, bei dem neuen Content. Es wird auf jeden Fall geil. Ich habe Bock drauf. Schon wieder die ganzen Ideen, was jetzt alles kommt an Sammlungsvideos, an Spielen und so weiter. Es wird geil. Und da würde ich sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao.